Das zum... Was ist das denn? Wo hast du das Ding denn gefunden? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit! Ich will es hier nicht mehr sehen! Na bitte, damit müsste es ja jetzt ausgerüstet sein, damit wir die Wache wegschicken können. Ja, es ist so unbequem, wie es aussieht. Mindestens. Dosenöffner hinten dran, jawohl. Hey! Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich musste mal austreten. Und was hat der nackte Mann dort damit zu tun? Das ist etwas kompliziert. Hast ihn aufgemischt, was? Ist das dieser Versager von einem Luftschiffkapitän? Warum hacken immer alle auf ihm herum? Ich habe gehört, er soll sehr kompetent, intelligent, sehr schön und clever sein. Genau. Wir sehen uns heute Abend. Na super, die kennen sich noch nicht mal gegenseitig. Hey, ich... Na gut, geh mal rein. Okay, Luke. Oh yeah. Das Baby ist geil. So, gehen wir mal auf Nate. Gehen wir rein. Als Wache getan sollte es einfach sein. Ich vertraue Vieh-Technologie ein wenig mehr als Gnomen-Technologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. Dann schieben wir mal die Regler nach oben. Hey, was ist das für ein Radar? Es funktioniert! Ihr da, loslassen! Jetzt oder nie? Oh, Scheißding! Ja, das könnte man so sagen. Aber Munkus kann genauso wenig zielen. Vater krank. Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen? Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Leila Plan. Also ich weiß nicht. Okay. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes zu tun. Genau. Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. So würde ich das auch sehen. So, gucken wir mal die Apfelreste. Das ist das Apfelgehäuse, das die Wache nach uns geworfen hat. Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich meine, wie, auch nur ganz theoretisch, hätte uns das aufhalten sollen? Vielleicht wird hier drauf ausgerutscht. Man weiß es ja nicht.
So, Abwehrreste, die können wir gar nicht in die Erde versenken. Ich drücke die Kerne in die Erde. Und dann einmal... Nun lass mich nicht wieder im Stich. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König. Du kannst wieder. Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Layla und die anderen befreit haben. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. Genau, also wer Der Baum sowas? Ist kerngesund und trägt reichlich Äpfel. Ich habe den grünen Daumen. Den hatte ich schon immer. Ja, vor allem hier irgendwo im Winter. Saftig, knackig, süß und sehr gesund. Bäh, daraus, das müssen wir unbedingt ändern. Wenn ich sie verjünge, habe ich wieder nur Kerne. Lass ich sie altern, habe ich stinkenden Apfelgammel in der Hose. Darauf kann ich verzichten. Okay, wenn du keinen Apfelgammel in der Hose haben willst, dann würde das eventuell passen, wenn du damit die Lüftung manipulierst. Wenn ich sie verjünge. Wenn du die vor die Lüftung hältst. Böse und gemein. Boah, da steigen einem ja die Tränen in die Augen. Was zum... Boah, wir befinden uns in einem geschlossenen Raum, zum Teufel! Aber ich habe nicht, Sir. Es reicht. Ich werde mein Spielzeug ausprobieren. Halte hier die Stellung. Na also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Nun müssen wir den kleinen Dicken nur noch... Es funktioniert! Als erstes werde ich... Kakerlaken zerquetschen! Nein, natürlich nicht. Weg hier. Oh, ob der Stromschlag wehgetan hat? Ich hoffe, deine Freundin hat einen guten Plan. Keine Bewegung! Was haltet ihr von meinem Spielzeug? Es lässt dich weniger fett erscheinen. Es macht mich zum Herrscher der Welt! Jeder meiner Getreuen wird eine eigene Maschine erhalten. Der eine wird schnell sein wie der Wind, der andere tödlich wie ein Drache. Ein dritter wird fliegen können wie... Wird einer von ihnen auf den Punkt kommen können? Ich habe eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Meine Maschinen! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Was ist... Das wäre ein guter Zeitpunkt für eine überraschende Wendung gewesen. Es wird keine überraschenden Wendungen mehr geben. Und jetzt werdet ihr sterben. Nicht so schnell. Hä? Gehen. Jetzt. Ich lasse mir nichts von Fellhaufen und Pinguinen befehlen. Dann kämpfen. Für Freiheit. Feuer! Das war alles? Ah! Ui, bricht am Eis ein. Ah!
Ach, gibt es doch noch ein Happy End. Für unsere Helden. Also gut, das wäre dann also das Happy End. Das Böse ist besiegt, Leidas Vater wird geholfen werden und der kleine haarige Held bekommt das Mädchen. Eins musst du mir noch sagen. Wer seid ihr? Verstehe. Und das da ist so etwas wie ein Luftschiff, oder? Ist eine Menge passiert in den letzten Tagen, oder? Ich habe ein Luftschiff gewonnen, bin damit abgestürzt, habe in den Nordlanden lauter Verrückte getroffen, habe ein paar neue Erzfeinde und einen neuen Freund. Ach, ich komme schon klar. Ich werde mit der Mary in den Süden fliegen. Irgendwohin, wo es schön warm ist und wo mich Marsas nicht finden wird. Außerdem habe ich noch das Zepter. Ich werde damit so lange auf Mary feuern, bis sie wieder jung und knackig ist. Ja, gib's zu, wirst mich vermissen. Mann, wirst du mich vermissen, wenn du... wenn du mit deinen Freunden abhaust. Torben. Naja, ist ja nicht so, dass ich niemanden hätte. Da ist diese Knochenhand. Und Mary. Aber vielleicht kannst du ja aus einem Fenster schauen und mir zum Abschied winken. Tja, dann heißt es wohl goodbye. Pass auf dich auf. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist... Aus einem stylischen Abgang wird wohl nicht. Und wieder einmal haben alle gewonnen. Nur ich nicht. Ach, die Geschichte meines Lebens. Diese Geschichte wird gleich vorbei sein. Oh, ganz ruhig, ich... Ich war so kurz davor. Hey, komm schon. So sind nun mal die Regeln. Am Ende triumphiert immer das Gute. Zeit für neue Regeln. Nein! Da war ja schon als Baby hässlich. Vieh! Du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Euer Schiff, schnell! Beeilung, uns bleiben nur noch... Was ist? Du musst... Vieh! Du bist zurückgekommen und hast dafür... Ah, wer braucht schon Weiber, stimmt's? Wir lassen uns was einfallen, in Ordnung? Wie schwierig kann es schon sein, dich zu ihr zu bringen? Wir könnten den Erzmagier fragen. Oder wir lassen uns so ein Flugding bauen, wie ihr es habt. Ein unschlagbares Team mit jungen, dynamischen und gut aussehenden Typen wird das schon schaffen. Naja, ein gut aussehender. Na warte, Freundchen! Hey! Bleibst du stehen? Stopp!
Ich krieg dich! Tja, das war dann. Das waren die vier. Die vier Chroniken. Tja. Fand ich jetzt persönlich gesehen relativ. Also vor, also mit Unwritten Tales, also dem Nach, ja, die Nachgeschichte sozusagen, fand ich ein kleines bisschen besser. Es hat sich hier eher gespielt wie ein Add-on als wie ein eigenes Spiel. Es ist, Unwritten Tales war auch wesentlich länger als jetzt die vier Chroniken. Na gut, das war ja jetzt auch hier die Vorgeschichte sozusagen von Nate und dem Vieh halt, wie sie sich kennengelernt haben. Aber was mir noch gar nicht ganz klar ist, wie Mungus halt wieder groß geworden ist. Ich meine, die haben das jetzt, die haben ihn jetzt verjüngt wieder. Aber wie die den wieder groß gekriegt haben, das würde mich auch wieder, das würde mich mal interessieren. Ja, das Disco-Vieh. Ansonsten Musik und Vertonung erst rein gewesen. Weihnachtsmann Jan Thesen. Ja. Der war jetzt aber nur wirklich ganz kurz da. Genau. Für die Entwicklung von die Vieh-Chroniken und folgende Open Source Software gemäß jeweiligen Lizenzbestimmungen verwendet. Genau. So sieht das aus. Und im Hintergrund noch schön so ein paar Szenen gezeigt. Bei der Produktion dieses Spiels wurden keine Viecher verletzt. Natürlich nicht. Hä? Hm? Meins? Und es wurde immer nicht gezeigt, wie Mungus wieder groß geworden ist. Keine Ahnung, ob der Pinguin ihn wieder vergrößert hat versehentlich oder was da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Wir sehen uns in einem neuen märchenhaften Let's Play wieder. Bis dahin, ciao.